Süßchen. So. Alles an. Jo. Süßchen. Da kann ich hier nochmal aktualisieren, bis Darko da ist. Ich bin da. Okay. Also jedenfalls jetzt. Meins ist wenigstens leiser. Das ist Weingummi bei mir. Bei mir sind Pringles, Tortilla, Paprika, Mexican Chips. Ich hab Bock drauf. Ich hab's nur zusammen gemacht, nicht gelootet. Guck, die können vorbei. Wie viel Leben hat der? 72.000. Achso, du kämpfst noch nicht mal. Ich dachte. War doch bloß einer. Ich dachte, du kämpfst okay. Gegen die schon. Pass auf. Ich nehme hinten links. Du nimmst den mit Lichtschwert und den in der Mitte, ich nehme die anderen drei, okay? Gut. Alter, der heilt sich! Okay, das nächste Mal nehme ich den in der Mitte und du die anderen. Der hält auch ein bisschen was aus. Ich würde einfach vorbeigehen, oder? Ja. Ich verfolge einen getarnten Kommandojäger. Er hat gerade im Alleingang einen imperialen Angriffsflügel ausgeschaltet. Verdammt, ich habe ihn verloren. Er ist unterwegs zur Basis. Boah, die Pringles schmecken echt geil. Das muss Schweigens rechte Hand sein. Vorsicht da unten. Was ist hier zu viele essen? Es scheint kein Abendessen mehr. Ich habe euer Kommen vorhergesehen, aber ich hätte gehofft, dass wir mehr Zeit hätten. Nicht, dass ich wüsste. Oh doch. Nee, der Name sagt mir nicht. Ja, aber die Augen füllen.
Ja, wer weiß. Außerdem hier. Eine Voss inmitten von Darth Malgus Invasion. Ach was, wir waren schon auf diesem Planeten. Zu helfen. Boah, ich muss die Dinger wegstellen, ey, die machen süchtig. Das ist nicht gut. Das reicht, meine Liebe. Ihr verfolgt meine Invasion und tötet meine besten Lieutenants. Ich bin beinahe... Das war mein Frühstück, was ich gerade genommen habe, die 5 Chips. Hm. Just in diesem Moment überbringt mein Attentäter eine Nachricht an euren republikanischen Kriegsrat. Ihr habt versagt. Es mussten schon viele Männer ihr Leben lassen. Ihr würdet es wagen, die Hand gegen eine Voss-Mystikerin zu erheben? Ja. Unnötig. Hab ich ausgewählt. Meine Vision zeigte meine Zurückhaltung. Ich beobachte und ehre den Sieger. Wenn das so ist, werde ich deine Vision erfüllen. Im Namen von Imperator Malgus. Telsako, sieh mit an, wie ich den republikanischen Abschaum zerquetsche. Wie der Imperator auf dich zielen. Hey, du stehst einfach nur rum. Ja? Ich bin halt der Gefährlichere. Weil du ein Ober bist? Werden die Boss sich uns anschließen. Bin halt weißer. Grauer eher. Gefällt dir. Gandalf der Graue. Diplomatie erlaubt nur wenig Blutvergießen. Wie ich das vermisst habe. Oh, ey. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr niemals verhindern können, dass mein Attentäter euren Oberbefehlshaber hinrichtet. Ich habe eure Unverschämtheit langsam satt. Da, endlich bist du mal gefetzt, Dings. Komm du. Nein, schon wieder ich. Ja, endlich mal. Sako, ich habe dich enttäuscht. Oh. Oh, das Lichtschwert ist besser als meins. Da muss ich dann tatsächlich irgendwann mal zur Flotte gehen. Warte. Modifier? Alter, die sind ja besser als die ich drin habe, die Modifier. LOL. Ich verliere zwar Beherrschung, 18 Punkte. So schnell stirbt niemand. Aber das ist nur ein bisschen Leben, das ist nicht so wild. Hier habe ich einen Modifier, vielseitige Armierung. Da hast du wieder für Rüstung. Ich habe nicht einmal meine Rüstung irgendwie aufgewertet. Könnte ich vielleicht mal machen. Hier ist ein Aufrüstungsteil und... Das ist ein Aufrüstungsteil, das nicht. Okay. So. Na du alte Schabrange! Heute trauern die Voss um den Tod eines großen Mannes. Wir hätten Darth Serevin gefangen genommen, wenn er uns die Chance gelassen hätte. Danke. Hier spricht Kol Kantarus. Gute Arbeit mit dem Tarnjäger. Aber der Angriff auf den Oberbefehlshaber, das erklärt auch ihre Funkstille. Ich werde euch so schnell wie möglich zurückholen. Aber zuerst müssen wir uns um Malgus andere Verbündete kümmern. Was sollen wir mit ihnen tun? Verschont uns. Und mein Volk wird der Republik beitreten. Hm.
Wir wollen der Galaxis keine weiteren Beweise für die Schwäche der Republik geben. Nehmt das nicht persönlich. Vielleicht machen die Vossia, Darth Serevin und das Imperium für euren Tod verantwortlich. Nein! Ich werde mich um die anderen kümmern und dann. Das ist ganz geil. Ich kassiere die positiven Punkte, sehe aber trotzdem das Geile. Ja, warum sollte die am Leben bleiben? Ja, weil sie nichts gemacht hat. Na doch, die hat den Alten unterstützt. Eroberungsauszeichnung nehme ich. Danke. Das andere war. So. Ja, das war's. Ja. Wie kommen wir hier raus? Durch den Ausgang. Und wo ist der? Andere Seite. Nee, warte mal, es gibt doch hier immer was, wo man sich raustippelt. Ich bin raus. Achso. Du musst doch nur die Map aufmachen, du siehst doch, wo der Ausgang ist. Der nächstgelegene ist der, wo du die Mission verlassen tust. Alter, ich könnte jetzt die ganze Zeit die Chips fressen. Vor allem, ich habe noch eine riesen Tüte, ich glaube eine 1 Kilo Tüte Tortilla-Chips bei mir im Schrank mit Dip dazu tatsächlich. Boi. Also hörst du mal auf zu pennen? Was ist mit dem los? Geht es allen gut? Ich weiß, es sieht schlimm aus. Aber uns geht es gut. Den meisten zumindest. Malgus wollte uns töten. Unsere Wachen haben Darth Serevins Attentäter aufgehalten. Aber seine Bombe konnten sie nicht stoppen. Gleich jetzt ist immer der beste Zeitpunkt. Cole hat uns berichtet, dass ihr Darth Serevins Tarnjäger erbeutet habt. Wie vermutet, befinden sich die Koordinaten von Malgus versteckter Basis auf dem Computer. Leider sind sie verschlüsselt. Anstatt sie tagelang zu dekodieren, haben wir eine Schnelllösung ausgearbeitet. Wir haben einen Peilsender an eurem Tarnjäger angebracht. Cole wird euch zu Malgus Station fliegen und die republikanische Flotte wird euch folgen. Bereitet die Flotte vor, Oberbefehlshaber. Ich werde den Angriff gegen Darth Malgus anführen. Dann wünsche ich euch viel Erfolg, Jedi. Meldet euch bei Kantaros. Er wird euch direkt zu Malgus fliegen. Viel Glück. Und möge die Macht mit euch sein. Ja, bla bla bla. Ich muss ein bisschen Zeug verkaufen. Oh, bin ich hot. Wohin? Warte. Hä? Wo bist du jetzt hin? Hier, Bus. Den Flashpoint müssen wir abschließen. Ich denke, die haben wir schon gemacht. Ja, wir müssen ihn abschließen, wir waren noch gar nicht raus aus dem Flashpoint. Ja, weil die hatte ich ja vorgelesen, die zwei Flashpoints. Hast du gesagt, die haben wir schon gemacht? Ja, war ich der Meinung. Hat man wohl doch noch nicht doch. Da, Rentner gehören halt nur, das versagt an Alzheimer. Was soll man da sagen? Ne, hier gibt's keinen zum Verkaufen. Ich habe gehört, was Serevin getan hat. Einfach schrecklich. Aber es wird noch Schlimmeres passieren, wenn wir Malgus nicht bald aufhalten. Was auch geschieht, es ist gut zu wissen, dass ich an der Seite der Elite kämpfe. Lasst eure Emotionen auf Ilum. Wir müssen einen Imperator aufhalten. Verstanden. Triebwerke gestartet, Peilsender sicher. Wir sind startklar. Nächster Halt, Darth Malgus Raumstation. Wir sind wieder mit dem Rentnerraumschiff unterwegs. Das sieht doch ein bisschen geil aus. Naja. Was sieht denn geiler aus als unsichtbar? Der Naboo-Fighter. Der ist geil.
Um ehrlich zu sein, von Weitem sieht er ein bisschen wie einer aus. Nee, das von Weitem sieht er aus wie das Raumschiff von Prinzessin Amidala aus Episode 2, wo es auf Coruscant landet und dann das Ding in die Luft fliegt. Das ist auch ein Naboo-Fighter. Nein, das ist kein Naboo-Fighter. Naboo-Fighter sind die kleinen Gelben. Das ist trotzdem ein Schiff vom Typ Naboo. Es ist ein Schiff von Naboo, aber es ist kein Naboo-Fighter. Ey, guck mal, der Rentner kriegt Unterstützung! Von der Gehhilfe! Ui, und jetzt muss ich mir aber auch Unterstützung holen, ne? Geht nicht anders. Ganz klar, komm mit, Schweinchen! Ey, heute ist echt nicht... Alter! Irgendwas schadet mir eindeutig. Warum habe ich heute so gute Laune? Außer wenn mir der Loot geklaut wird. Ich bin Arcus Mode, Ingenieur, Architekt. Künstler dient, darf Malgus gut. Dann werden meine technologischen Schöpfungen euch dienen. Ah, okay. Ja. Komm mal, kleine Scheiße, dann kämpf mit. Ja, das war's super. Warum kämpft deine Kira mit bei mir? Und du kämpfst alleine. Weil ich keine Unterstützung bedarf. Die denkt sich auch, ach, den Rentner lass ich alleine, der steht mit eben in einem Grab. Siehst du, wir sind schon fertig und du? Ich habe aber auch 700 Credits bekommen. Wir müssen hier lange. Komm mit Scheiße, komm. Du bist wenigstens noch süß und knuffig und nicht so alt. Könnte Olaf wiederkommen? Dann wären wir ganz schnell bei. Bitte nicht. Ich muss ehrlich sein, ohne Olaf ist es schön ruhig. Naja, aber ich habe meine Ruhe dann, weil. Wir haben noch einen ziemlich älteren Gast dann bei uns. Wenn es nach Olaf geht. Und zwar einer, der über 150 Jahre alt ist. Dein Charakter halt. Ja, einer, wie viel Geld hast du bekommen? Ich habe nicht geschaut. Keine Ahnung. Beim nächsten musst du mal schauen. Okay. Nimm den hinteren. Was? Nee, ich hab grad irgendwas anderes kaputt gemacht. Schnell stirbt niemand. Was? Nein, ich rede von dem Doreen hier. Ich bin fertig und du? 356 ich, 234 du aus dem. 429 du, einmal 377 und einmal 234 ich. Also. Ja, das eine war von dem, was ich hier gerade gesagt habe, ne? 400, also insgesamt 429 kriegst du jetzt von dem Druiden noch und ich krieg insgesamt 600 und. Oder bin ich. Oder hast du insgesamt 800 bekommen jetzt? Oder 700? Ja, okay, ja, das ist gerecht aufgeteilt. Wir machen ja hier auch die größten Tracks, aber der Rentner ruht sich ja nur aus. Das ist der Richtige, der immer auf der Ersatzbank wartet. Nö, meine Kira macht alleine... Bis man ihn explizit auffordert. Ne, Kira macht bei mir den meisten Damage tatsächlich von allen. Die Trandoshaner sind bemerkenswerte Krieger. Das Desinteresse eurer Republik an ihrer Spezies. Wie viel hast du bekommen? Meine Arme geführt. Oh, danke. 190 oder so bloß. Ja, gut.
Warte mal, wo müssen wir überhaupt hin? Darüber. Ach nö. Darko? Guck mal, wo ich bin. Ja, ich weiß, dass du einfach weggesprungen bist. Da habe ich mir halt gedacht, ach nö, ich kämpfe jetzt gegen den. Nein, bin ich nicht. Ich kämpfe hier unten. Ich kämpfe tatsächlich. Alleine oder ist Kira noch bei dir? Die sehe ich gerade tatsächlich nicht. Nö, die kämpft woanders. Die kämpft bei dir oben auf der schrägen Dings-Gedöns. Das ist der Chat. Ah! Im Chat sieht man auch, wie viel man erhalten hat. Ich erhalte immer noch 9000 Erfahrungspunkte regelmäßig. Kann ich den Chat irgendwie verschieben? Warte mal, langsam. 401, 365 ich. Mach also mal. Nur 401. Mach mal. Nimm an. Hab ich. Ah, okay, das geht nicht, so muss ich das dann machen. Ah, im Chat sieht man. Interessant. Oh Gott, ich konnte doch den Chat gerade verschieben, warum geht das jetzt nicht mehr? Hä? Na egal, blende ich nicht wieder aus. Ich hab den Chat verschoben. Wie denn? Ich kann das nicht. Hat jetzt auch nicht mehr. Na toll. Jetzt. Doch, jetzt. Ich lasse den jetzt nämlich mal offen. Ich nehme hinten rechts. Du nimmst alle. Wow. Keine Sorge, meine Kira ist auf Damage eingestellt. Ich müsste schnell gehen. Geht wirklich schnell, wenn ihn auf Damage geschalten ist. Ich merke aber auch, dass ich weniger geheilt werde. Also, warte mal kurz. Ich habe jetzt gerade hier... Ich habe einfach schnell gemacht. So, der Chat. 544 bekommen. Ich habe 716. Und verboten historisches Dokument. Oh, warte mal. Kira, hier was für dich. Danke. Das habe ich auch bekommen. Kira, hier was für dich. Danke. Bitte, bitte, bitte. Ach, eine Heilerin reicht doch aus und der die Rest alles auf Damage. Diese Schiffe werden die Galaxis auf unsichtbaren Flügeln formen. Solche Großartigkeit konnte nur durch die Vereinigung der Fabrik mit dem Technikgenie der Anomie. Warum redet der Typ sie durch den Mülleimer? Weil jetzt vielleicht ein Druide ist. Kristalle verarbeiten und in Rekordzeit Tarnstaffeln konstruieren. Darth Malkus hat unsere Technologien vereint, so wie er die Galaxis vereinen wird. Was ist los? Oh, ich hab 90 yeah. Credits erhalten von deinem Loot. Bei mir hast du gekämpft, aber irgendwie gleichzeitig was eingesammelt, hä? Ja. Ich hab beides gemacht tatsächlich. Aber ich habe gerade von deinem, was du eingesammelt hast, 90 Credits erhalten. Mhm. Ah, da müssen wir lang, okay. Hier müssen wir lang, also ich. Yeah.
228. 228 Ohr und irgendein Stab. Yep. Kann das sein, dass das eigentlich immer ziemlich gerecht aufgeteilt wird? Nee. Ist vom Geld her ist es auch immer unterschiedlich. Aber das Lustige ist, ich habe den Darko erhält den Stab. Ich hab den Stab, ja. Ich hab nur Geld bekommen. Ich fürchte, ihr seid auf euch allein gestellt. Vielleicht könnt ihr die Verteidigungssysteme erschaffen. Na los, Darko, ich feuer dich an von hinten, okay? Hilf wenigstens Kira? Ja. Wo ist die Tante? Ach da. Bei mir. Falls du siehst, ich kämpfe auch. Ja, ich sehe es. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht viel gerade sehe. Ich war mal ein bisschen was Unterstützendes an mir. Alter. Jindo Grey war einer der ersten, die sich mir angeschlossen haben. Er wird zum Märtyrer. Oh, du hast ein MK3-Lichtschwert. Werden seinen Kampf fortsetzen. Ich habe 50. Kann ich nicht tragen. Ich habe 50 Tech-Fragmente, 182 Credits, vielseitige Armierung, Fokus des Züchtigers, todbringende Modifikation 73 erhalten. So, da lang. Wo ist eigentlich deine Kira? Nein. Die ist hinter uns. Oh, mein Scheißerle lebt ja noch. Deine Kira ist die letzte gewesen. Ist auch, solange mein Scheißerle mitkommt, ist alles gut. Hi! Machtschub wäre jetzt geil, hätte man die runterschubsen können. Wow, 80 Credits. Wo müssen wir hin? Fucking. Ich hab 81 bekommen. Wow, Alter. Lohnt sich das Kämpfen hier überhaupt noch? Alter, müssen wir weiter auf. Ich hab grad Cantina-Musik im Kopf. Warum? Was hast du? Warum? Keine Ahnung, diese Musik hab ich gerade an dieses. Ja, ich hab erinnert. Musik, ich hab Musik komplett aus. Ach so. Ah ja. Ich hatte in der ersten Stunde, wo ich den Stream gestartet habe, noch die Anfangs-Stream-Musik mit im Hintergrund laufen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich mal gucken, wie sich das verhält mit YouTube. Läuft bei mir einfach auf der Stelle. Und ich krieg nur 237. Lame.
364 habe ich bekommen. Müssen wir, lass mich an, jetzt müssen wir den Aufzug wieder runter. Als gäbe es da unten keine Brücke. Die Flotte ist da. Schön euch zu sehen, Jungs. Wir müssen echt wieder runter. Ich denke mal, die Flashpoint so mache ich noch zu Ende und dann ist Schicht im Schacht heute. Jo. Ich meine ganz angenehm, nichts aufholen zu müssen. Jetzt mal gucken, wenn du alleine kämpfst und blutest. Wenn ihr kein Mitglied des Schisma-Kollektivs seid, hab ich da auch was bekommen. Ihr habt hier nichts zu suchen. 93 Credits. Oh. Das ist doch meine persönliche Leibwache im Real Life. Was hat denn die hier zu suchen? So hässlich? Und vor allem, warum nimmst du gerne Prototypen? Naja, ich nehme den linken. Du nimmst gerade irgendwie beide. Kann es sein, dass meine Kira bei dir mitfightet? Ich sehe gar keine Kira gerade bei mir. Nee, meine sehe ich bei mir. Deine sehe ich da nicht. Aber ich hab gerade mal durchaus sein. Meine kämpft nicht. Jetzt fängt's an. Jetzt geht das Leben bei dem runter. Ich bin die ganze Zeit bei dem bei 99%, weil meine Kira nicht gekämpft hat. Meiner kriegt hier kein Damage mehr. Also meiner geht gerade aktuell stabil nach unten. Ich halte jetzt gerade bei dir auf. Die heilen sich aber zwischendrin. Guck, der eine kriegt kein Damage. Ah, doch. Jetzt. Meine Güte, aber auch. So, wo müssen wir hin? Warte mal. Wie beim Fahrstuhl? Hoch wahrscheinlich. 1154 Credits. Ne, gab's nicht. Ne, runter. Ne, obere. Hä? Nochmal runter. Ich hab keinen Bock mehr, weißt du das? Ich find's so faszinierend, ich krieg immer einen Credit mehr als du. Ich hab 1155 Credits. Bestimmt, weil du Gruppenanführer bist. Bin ich immer? Immer noch, klar. Irgendwie den ganzen Tag gefühlt. Naja, die ersten 5 Stunden warst du's. Echt jetzt? Ich muss ein bisschen mit Scheiß alle hier kuscheln. Diese Tarnjäger machen der Flotte Schwierigkeiten. Ah, jetzt kann ich mich nicht mehr einsetzen. Ich habe schon jede Menge runtergeholt, aber es kommen immer mehr. Okay, Kira kämpft nur, wenn ich Damage bekomme. Das ist interessant. Deswegen hat die vorher nicht mitgekämpft, weil ich ja keinen Damage gekriegt habe. Jetzt kämpft meine Kira, weil ich einen Schutz abbekommen habe. Geil. Wie viel hast du bekommen? 220. Ich habe 110, 258, 276. Das sieht jetzt sind gut wir jetzt aus. Endlich mal da. Ja, sieht gut aus. Ihr solltet überhaupt nicht hier sein.
Meine Holo-Nachricht hat klar darauf hingewiesen, dass der Energiekern in die Zuständigkeit des Schisma-Kollektivs fällt. Vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Das ist der Klang meiner Schutzkanonen, die eines eurer Großkampfschiffe in Brand setzen. Soll ich das nochmal machen? Es gab schon genug Gewalt. Geht von der Steuerung weg. Dann können wir reden. Bevormundet mich nicht. Diese Kampfstation ist das größte technologische Wunder der Galaxis. Und für das alles ist die Genialität vom Anomiden verantwortlich. Das Schisma-Kollektiv. Einwurf. Ruhe, Fleischsack. Das ist... deine Upgrades. Bemerkung. Ich bin HK-47, Kommandant der Fabrik und persönlicher Exterminator im Dienst von Imperator Malgus. Was? Nee, es war HK-51, Grobe. Mein Herr hat meine planmäßige Aktivierung vorgetragen. Das ist nicht der. Um die republikanischen Organismen auszuschalten. Warte mal, doch, HK-47, das ist der aus Knights of the Old Republic! Keine Ahnung. Nichts wird mir auf meinem Weg zu Darth Malgus im Weg stehen. Den kann man sich nämlich holen als Begleiter. Im Gegenteil, Jedi. Ich habe ihre Lichtschwerttechnik an. Du musst mich schon ausreden lassen, bevor du was drückst. Lass mich mal nur drücken und lesen. Wissenschaftler, Tötungsprotokolle sind aktiviert. Hey, ich überspringe hier nichts. Nee, du drückst doch mal wahllos. Das haben wir ja schon herausgefunden. Ich drücke mal meine Standardantwort. Ja, nee, weil du sie nicht lesen tust. Den kann man nämlich als Begleiter kriegen. Mann, oh, das ärgert mich jetzt. Durch deine Antwort hättest du den nicht als Begleiter bekommen. Ja, durch deine Antworten sowieso nicht. Durch deine halt auch nicht. Na doch, ich hätte den nicht angegriffen. Na dann kennst du mal. Jetzt. Haben mein Tötungsprotokoll perfekt. Mann, ey, das ärgert mich so hart. Ich glaube aber wirklich, dass du ihn nicht so bekommen hättest. Also jetzt mal wirklich. Na, jetzt ist er ja zerstört. Jetzt kriegt man den ja sowieso nicht mehr. Warte, J. Ach, Saka 51. Okay, da habe ich mich vertan. Der ist nämlich aus Knights of the Old Republic 1 und 2. Ich weiß es, ihr habt die Spiele ja komplett durch. Mhm. Vor. Och Gott! Lass mich überlegen. Vor 15 Jahren. Ungefähr. Und ich hab's mir tatsächlich bei Steam auch nochmal geholt. Ich hab's nämlich als Original-CD und bei Steam hab's mir auch nochmal gegönnt. Weil es runtergesetzt war. Hast du bis eben nichts gemacht? Nö! Ich hab nur ein einziges Mal mein Lichtschwert geworfen. Ja.
alles! Meine wunderschönen Maschinen! Ruiniert! Nur wegen euch! Imperator Malgus wird außer sich sein. Er wird das Schisma kollektiv verstoßen. Oder Schlimmeres. Es sei denn... Ich will eins, du willst wahrscheinlich eh zwei. Ja, geil! Kriegsverbrechern keine geil, geil, geil. Ich krieg positive und da wird gekillt. Klar will ich zwei bei sowas. Ihr seid ziemlich kaltblütig, Jedi. Ich beobachte euch. Lasst einen Imperator niemals warten. Nee, so langsam habe ich auch mal Bock, dich kennenzulernen. Die Kanonen haben gerade ein weiteres Großkampfschiff der Republik abgeschossen. Wir halten nicht mehr lange durch. Mensch, Kinder. War ja wieder klar, dass du mehr kriegst. Jo, hab ja auch mehr Damage gemacht. Och nee, wir müssen ganz außen rum. Können wir hier ein bisschen was überspringen? Ich hab die Schnauze so langsam richtig voll. Wenigstens kommen jetzt mal die richtigen Wachen. Naja. Wenn du dich da durchmogelst, greif schon mal den nächsten an. Welche nächsten? Welche jetzt? Ja, wow, du gehst ja auch nicht weiter. Nee, doch, ich gucke gerade. Weil, guck, mach mal die Map auf. Ja. Direkt auf dieser Seite müsste rein theoretisch nämlich eine Treppe sein, die uns zu der Tür führt, wo wir hin müssen. Nein, Ike, da ist eine Wand zwischen. Du kommst wirklich nur von der anderen Seite ran, glaub mir. So, also da sind die schon. Siehst du ja auch, da ist wirklich eine Wand und nur von der anderen Seite ist so eine kleine Schlitzöffnung. Ey, Dago, hör auf, bitte in diesen zweideutigen Sachen zu reden. Imperium beizutreten, aber du weißt, dass ich immer so zweideutig rede. Ungewollt. Ike, wo bist du? Tempel-Dingsbums. Dann sei mal bitte wieder anwesend. Ich helfe dir erstmal. Wo ist der? Das war's dann jetzt. Was gab's denn da doch? Ach, irgendwelche Handschuhe. Ach so, das geht. 585. Warum springst du in den Kampf? Ja, weil das ein... Da stand sogar einsamer Sith Lord. Fertig?
Dann bist du einfach vorbeigelaufen? Ich bin gar nicht erst in deine Richtung dort gekommen, tatsächlich. Ich bin nämlich über die Absperrung gesprungen. Man hätte die wirklich umgehen können. Ach, Darko. Wo bist du jetzt? Guckuck! Hey, wieso haben die dich noch nicht angegriffen? Weil ich schlau bin. Ist ein Eilverwandt. Darko, komm mal zu meiner Stelle. Versuch mal geradeaus zu rennen. haben sie einfach eine Eilverwandt stehen lassen. Darko, renn vorbei. Renn vorbei und fahr hoch. Kann man nicht im Kampf. Scheiße, stimmt. Hast du sie besiegt? Ich bin down. Nee, bist du nicht. Ich seh dich noch. Ich bin down und komplett am Anfang. Ja, aber wie das? Ja, die haben mich über diese Brüstung geschubst. Alter, ernsthaft? Ja, Mann, dazu muss ich töten. Weil sie es gut gemacht haben. Wir sehen uns in 10 Jahren. Noch so ein Lava-Schick jetzt gerade. So, ich loote dabei mal alles weg, wa? Ja. Da krieg ich den Gürtel, ich krieg nur Geld. Das ist unfair. Ey, ich bin gestorben! Das ist fair! Dass du tot bist. Ich bin schon mal vorm Thronsaal, Darko, ich warte hier auf dich. Weiß gar nicht, ob du das Gespräch überhaupt beginnen kannst. Könnte ich alleine tatsächlich beginnen. Daim. Da kann ich so lange mal hier in der Gruppe lesen. Aha. Liebe Eltern, es wäre schön, wenn wir vorerst noch als Überraschung für unsere Kinder eine gemeinsame Abschlussfeier für unsere Klasse durchführen. Am so und so vierten um 14.30 Uhr. Man soll selber mit dem Auto nach Neustadt fahren, um, wo ist das? Gold- und Mineralmuseum zu besuchen. Kinder kosten 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Warum sammelt man nicht Geld, organisiert ein Fahrzeug, wenn nicht jeder ein Auto hat? Heutzutage wird das halt vorausgesetzt, dass jeder ein Auto hat. Ich stehe übrigens hinter dir. Ich hab dich gerade an Flutschen sehen. Oh, ich müsste mich ganz kurz healen. So, okay, was war wieder voll. Guck, du kannst nicht alleine rein. Boah, wie du. Alter, du bugausnutzender alter Opa, ne? Du bist einfach bei mir gerade durch die Tür gerannt. Okay, Darko, du kämpfst gegen alle, ich guck wieder zu. Und kassier noch extra Loot. Kommt, erlebt die letzten Augenblicke eurer republikanischen Flotte.
Eure Großkampfschiffe können es nicht mit den Superlasern dieser Station aufnehmen. Den Rest übernimmt dann meine Tarnflotte. Bald wird die Republik sein und nichts wird dem neuen Imperium mehr im Weg stehen. Wenn ich zulasse, dass euer Imperium gewinnt, dann lasse ich all die im Stich, die ich geschworen habe zu beschützen. Ihr habt bereits verloren, Jedi. Dank euch wurde die republikanische Flotte in Schussreichweite gelockt und ihre Niederlage beschleunigt. Aber was hat euren selbstmörderischen Angriff bewirkt? Was? Hat die Republik Angst vor mir? Halten die Albträume eines neu vereinten, gestärkten Imperiums eure Anführer nachts wach? Ich habe genug von euren Täuschungsmanövern. Habe ich aber auch ausgewählt. Du sagst aus, als ob du da einkackst. Du warst aber auch nicht eleganter. Ich hab meine Brust doch rausgestrickt, du strickst einfach deinen Arsch raus. Sicherheitsabfrage deaktiviert. Selbstzerstörungssequenz des Energiekerns eingeleitet. Diese Station wird explodieren und eure gesamte Flotte zerstören. Und aus den Trümmern der einst mächtigen Republik wird ein neues Imperium entstehen. Das Urteil ist schon längst gefallen. Na los, zeigt mir, wie stark eure Republik ist. Für das neue Imperium. Ja? Scheiße, ich muss halt definitiv aufpassen, weil ich niemanden zum Heilen habe. Gott, aktuell. Meine Kira heilt ja für dich mit. Ja, aber... Ich glaube, du musst von ihr mal, dass ihr euch um Darth Aro gekümmert habt. Ich sag mal so, du bist Aufgabe noch voll. Einfacher gemacht. Hast du mal gesehen, wie viel Leben der hat? Das hätte man alleine im Leben nicht bekommen. Ich habe seit der Plünderung von Coruscant nicht mehr so viel Spaß gehabt. Naja, er macht nicht gerade viel Damage. Also man hätte es easy hinbekommen. Es dauert nur ewig. Genug der Spielchen. Klick, ist der Unzug mal wieder los. Er hatte dir einen Flickerspause, oder? Ich muss der hat uns drei gewirkt, die Kiras und mich. Alter, jetzt will ich mir nehmen im Schädel. Genug der Spiel. Ich hab bisher irgendwie noch nichts. Ah, jetzt. Jetzt hat er mich im Griff. Werdet mir bis in den Tod folgen, ebenso wie eure republikanische Flotte. Er ist tot. Darth Malgus. Der hat nicht mal was gedroppt. Ich lasse nicht zu, dass ihr die Feier verpasst. Wir treffen uns in den Hangar. Systeme ausgefallen. Kernenergieniveau kritisch. Warnung. Berechneter Explosionsradius beträgt 1,92 Kilometer. Minimale Sicherheitsdistanz 2,4 Kilometer. Was ist das hier? Reaktorüberladung. Lol. Primärsysteme ausgefallen. Kernschmelze steht. Hey, ich kann da nichts looten. Ich hab da aber gerade was für uns aufgeteilt. Jedenfalls habe ich meinen Anteil genommen. Ich kann da nichts mehr nehmen.
irgendwie so reinstellen und dann hat Fixbam. Ah, jetzt. Hier kommen wir aber nur zum Kommandodeck. Ist hier echt nichts? Warte. Nö. Wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen. Jetzt kannst du mal hier bei der Tür gucken. Ne, ist auch nicht. Naja. Ich hab uns mal geheilt. Das hab ich gemerkt. Oh Gott. Ist diese Treppe eigentlich auch so verbuggt bei dir? Eine Treppe? Nö. Na doch. Warte mal. Zitterst das auch. Zur Kammer des Imperators geht's. Ich finde die Kammer von dem. Was? Wartest schon mal? Kannst du mit dem interagieren? Nö. Ich auch nicht. Hätte man den vielleicht vorher besuchen sollen? Weil hier sind so ein Heildinger. Ich glaube, man hätte gegen den noch kämpfen können. Naja. Der hat 122.000 Schaden. Leben. Ich spiele schon zu lange heute. 122.000 Schaden, wir werden immer alle one-hit. Es ist 21.30 Uhr. Wir haben aber extrem viel als Team geschafft. Mhm. Ich glaube, wir wären noch nicht mal bei diesem Flashpoint im Einzelspieler hingekommen. Nee. Ich verfluche dieses Spiel, wenn hier jetzt auf einmal nichts ist. Oh, ernsthaft, Darko? Ey, es kann aber nicht sein, dass wir die ganze Zeit jetzt hier zurückrennen müssen, ne? Was ist denn das für eine Kacke? Folgen die uns immer noch? Oh. Ja. Deine Kira erleidet ganz schön Damage. Ist gleich down. Das kann doch nicht sein, dass wir hier echt die ganze Zeit. Wir können nicht, solange wir im Kampf sind. Warte mal kurz.
kannst Kira auch nicht wegschicken, solange wir im Kampf sind. Boah, du bist also im Kampf! Ja, aber ich habe gerade versucht, ob man sich irgendwie wegtippen kann, aber kann man auch nicht. Ja, aber trotzdem ist das irgendwie scheiße, dass wir echt den ganzen Weg zurückrennen müssen. Und am Ende ist da nicht mal was. Aber den Flashball nochmal machen, habe ich auch keinen Bock zu. Ja, nee. Alter! Und man kann hier halt nicht meinen Kleider verwenden. Vor allem stell dir vor, wir wären jetzt an noch viel mehr Leuten vorbeigerannt. Wäre noch schwieriger geworden. Eigentlich fast am Ende sein. Ich glaube noch zweimal Lift. Ja, dann bleibt man halt natürlich überall hängen. Der lebt ja immer noch. Der hält sich wacker. Allein haben wir jetzt schon down. Können die überhaupt down gehen? Ja, ja. Die haben auch eine Lebensanzeige. Und wenn die leer sind zu down, musst du neu rufen. Da. Das sieht jetzt aber gut aus. Warte mal, was ist denn das hier oben? Geschützturmsteuerung. Eco also. Hakun Valrr macht auch den Flashpoint gerade. Wo siehst du das? Oben, links in der Ecke, diese Lupe. Also. Ich dachte einfach meine Abkürzung nehmen. Wir hätten eigentlich den Tod springen können, wir haben am Anfang gewesen. Auch nicht. Ich bin ja halb am Anfang gespawnt. Also ja, wir hätten einen Vorsprung. Irgendwie habe ich echt das Gefühl, dass da dann halt nichts ist. Zum Oberfeldwebel Ranz zurück. Und wo war der? Mit der korrekten Anwendung von Technologie. Er macht das Unmögliche zum Leben.
Hab aber nochmal schnell einen Codex-Eintrag eine ganze Flotte bauen. Gemacht. Und wir können das Sichtbare unsichtbar machen. Also wenn ihr meine Ingenieure bei Meisterleistungen beobachtet, die Macht wie eine Kinderei aussehen lassen, denkt daran, dass alles möglich ist. Stimmt, das könnte ich auch noch machen. Willkommen im Herzen unseres neuen Imperiums. Ich bin Arches Rode, Ingenieur, Architekt, Künstler. Dient Darth Malgus gut, dann werden meine technologischen Schaffungen euch dienen. Tschüssikowski! Ey, Amen! Boah! Die hätten echt am Ende, Leute, bei dem Thron was machen sollen, ey. Mann. Willst du hin? Ich hab gerade mal... ein Schiff durchs Fenster gejagt und Malgus in den Weltraum befördert. Unglaublich. Jedi, Cole hat uns eben zum Besten gegeben, wie ihr Darth Malgus besiegt habt. Cool Übertreibung. Allein hätte ich Malgus niemals besiegen können. Natürlich. Ihr alle verdient Lob. Der falsche Imperator wurde entthront. Darth Malgus ist nicht mehr. Das neue Imperium gibt es nicht mehr. Das alte liegt am Boden. Die Republik wird aufblühen. In der Tat. Ihr habt uns die Hoffnung zurückgegeben. Doch die Republik darf sich keine Pause erlauben. Unsere Flotte muss repariert werden und wir müssen die Überreste der zerstörten Station des Imperators bergen. Aber zuerst lassen wir die Retter der Republik hochleben. Natürlich. Genießt diesen Sieg. Und den nachfolgenden Frieden. Wo ist mein eigener Planet jetzt? So oft, wie ich die Republik schon hier gerettet habe. Ja, das war's. Ich habe 29.000 Credits erhalten gerade. Recht, aber noch nicht. Ich hab jetzt wenigstens wieder 150.000. Ich hab 489.000. Das dahin. Den Rucksack öffnen. War nix drin, schön. So. Vermächtnis. Zum Raumschiff zurück. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde den Stream jetzt hier beenden.